Hi, ich bin Maurice Zöbbel und für mich ist das Zirkeln eine super Abwechslung zum Springsport. Hallo Justine, hallo Maurice. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Herzlich willkommen, Henna. Ein klein wenig anmaßend ist es, glaube ich, dass ich mich jetzt hier mit fremden Federn schmücke, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich muss sagen, es steht mir ganz gut. Aber trotzdem, ich wollte mich wenigstens einmal fühlen wie so ein richtiger Tebbel. In die Fußstapfen zu treten von Herrn Papa, der auch mit 21 Jahren schon Weltcup gegangen ist, der Mannschaftsvize-Weltmeister war. Das ist so ein richtiges Brett, glaube ich. Und damit wir uns vielleicht anfänglich so ein bisschen das Gefühl dafür holen können, wie das vielleicht war damals, finde ich es schön, wenn wir mit ein paar Bildern anfangen könnten. Mit einem Pferd, was mir noch mal so besonders am Herzen liegt, weil es meine Jugend fast so ein bisschen begleitet hat. Und das ist Radiator. So. Das ist schon ein paar Jährchen her, so wie es aussieht, ne? Hindernisse haben sich auch schon ein bisschen verändert, ne? Von ja, damals. Ein bisschen. Ich glaube, es ist alles ein bisschen luftiger geworden. Die Reithelme haben sich auch, glaube ich, am meisten noch verändert. Ich glaube, Radiator war schon ein richtig geiles Pferd. Ich glaube, es gab nur ein Bild, da habe ich ihn sogar zu Hause mal geritten. Ich glaube, da war ich vielleicht 6 oder 7, da saß ich mal so einmal ganz kurz drauf. Aber so lange ist schon her. Früher haben wir das mal ganz oft gemacht, da haben wir auch mal uns ins Wohnzimmer gesetzt und so richtig alte Videos rausgesucht. Haben wir jetzt echt lange nicht mehr gemacht, aber haben wir letzte Woche noch gesagt, das müssen wir unbedingt mal wieder machen, weil irgendwie, oh, die Karte ist nach dem Ziel runtergefallen. Was für eine Art ist es, die Papa René zu was Besonderem gemacht hat? Ich glaube, das Größte ist ein Perfektionist. Also das ist das erste Wort, was mir gerade eingefallen ist. Das ist eigentlich das Erste, was man sagen kann. So halb perfekt gibt es nicht. Alles muss hundertprozentig sein und ich glaube, das zeichnet ihn aus, auch im Training und dass er bei uns in jungen Jahren schon darauf geachtet hat, wie wir reiten. Ich glaube, deswegen waren wir auch früh erfolgreich. Ein Hengst ist mit dem Hause Tebbel ganz besonders verbunden, weil er dann am Ende auch 2012 mit die Hengststation mitgegründet hat. Das war Light On. Was sind so die alten Erinnerungen? Das war eigentlich immer so das Aushängeschild von unseren Hengsten und dann durfte ich ein Turnier reiten. Das war das erste Mal in Gerde, glaube ich, eine Springpferd L habe ich ihn geritten. Ja, und dann weiterverfolgt mit Papa von Youngster Tour bis zum Großen Preis von Aachen oder Ersatz für Olympiade. Doch, das war schon ein Hengst, der unsere Kindheit und Jugend mitverfolgt hat. Radiator war noch ein bisschen zu früh, da waren wir noch zu klein. Aber so Light On von klein auf bis zu Aachen verfolgen ist schon interessant. So interessant, dass wir jetzt zu ihm gehen. Ja, machen wir. So, jetzt holen wir uns den Gentleman. Liebt er das so auf dem Paddock? Ist das so sein Ding? So ein bisschen sein Reich überwachen? Ja, jetzt ist er nach seinem erfolgreichen Sportleben, ist das jetzt sein Rentnerleben. Ne? In der Decksaison deckt er natürlich morgens in der Regel einmal. Und dann kann er den Rest hier ein bisschen auf dem Paddock chillen. Und genießt das. Ja, das mag er eigentlich gerne. Und das kann auch gut, also vom Charakter her ist das echt ein Traum. Also was man besonders einfach sieht, erstmal wenn man wieder den direkten Kontakt hat, es ist ja ein Bild von einem Pferd auch. Ne? Ist ja wirklich diese Ausstrahlung, hat diese Aura, die er hat, ist schon was Besonderes. Ja, also er ist wirklich bildschön und hat sich auch super weitervererbt. Also das hat er echt alles weitergegeben, was er hat. Und auch Lightstar von Justine ist ja auch ein Light-On. Also das ist ja auch ein Traum, wie der aussieht. Und ja. Macht schöne Fohlen auch. Maurice, jetzt hast du diese Gabe von deinem Vater geerbt, sportlich. Jetzt geht's noch weiter. Jetzt hast du diese Leidenschaft zur Zucht. Wann hast du das entdeckt, dass du da auch in die Fußstapfen von Papa trittst? Ziemlich früh schon. Also mir hat das immer richtig Spaß gemacht, junge Pferde zu haben und auch Fohlen zu kaufen. Und ja, das haben wir ziemlich früh angefangen. Immer noch führen wir es jetzt noch weiter. Und ja, es macht einfach echt Spaß, die jungen Pferde von jung an zu sehen. Ne? Verschiedene Generationen an Pferden leben nicht nur hier unter einem Dach, sondern eben auch an Menschen. Der Chef ist nun mal eben René. René, zu deinem Sohn. Hast du da so die Parallelen, wo du sagst, meine Güte, die erkenne ich ganz, ganz deutlich, dass wie er reagiert, wie er manchmal ist. Das ist so ein bisschen wie bei mir selber auch.
Ja, in erster Linie merke ich das teilweise am Reiten. Wenn es so Nationenpreise und so, dann sehe ich schon viele Parallelen zu mir. Und dass, wenn er so aus dem Parcours kommt und man ihn dann direkt anspricht, reagiert er auch manchmal so ein bisschen wie ich früher, auch so ein bisschen kratzig manchmal. Ich konnte das auch nicht haben, wenn man mich direkt vollgetextet hat. Gab es so Momente, wo du besonders stolz auf ihn warst? Ja, gab es mehrere Momente, sage ich mal. Ne? An dem, wo ich mich am meisten daran erinnern kann, zuletzt war klar Aachen. Die beiden Doppel-Null-Runden, das war richtig hammermäßig und das war so das, was am meisten hängen geblieben ist jetzt, sag ich mal so. Es gibt so Eigenschaften, Attribute an ihm, wo du sagst, meine Güte, boah, die hat er glücklicherweise mitbekommen, die habe ich leider nicht. Ja, er kann super mit Leuten umgehen. Und sieht immer nett aus. Maurice, mit den Ponys fing damals alles an. Welches Pony war es, das für dich so ein bisschen das, ja, entscheidende Pony war? Ja, ich glaube, das ist ganz klar Giovanni. Er hat sich erst als ein bisschen schwieriger Fall herausgestellt. Und den bin ich direkt mal auf dem ersten Turnier im A-Spring ausgeschieden. Und irgendwann hat es einfach dann einen Klick gemacht. Und dann war auf meiner Seite. Und dann waren wir Zweiter auf Euro, zweimal Deutscher Meister. Und das war ja ein Wahnsinns-Pony. Den als Großpferd nochmal, das wäre ja ein Traum. Welches Großpferd gab dir die größte Herausforderung? Es fing an mit Cooper, glaube ich. Der war erst mit Papa erfolgreich und dann habe ich ihn zwischendurch immer mal übernommen. Und die ersten Turniere waren immer relativ schwierig, den musste man kennen. Der war sehr, sehr triebig, sage ich mal so. Musste genau wissen, wie man ihn hinreitet. Dann haben wir uns mal für die Euro qualifiziert. Das Turnier vor der Euro hat er, glaube ich, sogar noch einmal genickt, weil wieder irgendwas unstimmbar war. Aber dann haben wir uns in den 2 Wochen oder 3 Wochen so gut zusammengefunden, dann sind wir sogar Europameister geworden. Welcher Triumph schmeckte für dich am süßesten? Junioren-Junge-Reiterzeit war eine super Zeit für mich. Wir haben viele Medaillen gewonnen, super schöne Zeit gehabt. Jetzt natürlich bei den Senioren 2-mal Aachen, weil es in Deutschland war. Aachen, das Turnier überhaupt. Ich glaube, da guckt man in der jetzigen Zeit am liebsten drauf zurück. Das war schon was ganz Besonderes. Jetzt steigt natürlich in ihm jetzt auch schon diese Anspannung, nämlich es geschafft zu haben, 2-mal 0 zu bleiben im Nationenpreis. Im heimischen Nationenpreis in Aachen. Ja, erstes Mal in Aachen. Als, weiß nicht, 22 war ich. Wenn man reinreitet, wird man bejubelt als Deutscher, natürlich da in Deutschland den Nationenpreis, den größten, den es eigentlich gibt. Und dann, sobald man anfängt, hört man eine Stecknadel fallen und denkst auch so, oh, jetzt besser passiert mal nichts. Da hat man noch ein bisschen Glück, da ist der Sprung 3, sehr vorsichtig gesprungen, noch sogar noch eingefußt und dann kam die Dreifache, aber ich weiß nicht, irgendwie wurde ich da gar nicht nervös, wurde ich eher ruhiger, weil ich kannte ihn schon so gut und wusste, jetzt ist er richtig vorsichtig, jetzt ist er an, jetzt will er kämpfen und dann, also nervös darf man da am besten gar nicht werden, weil sonst vergisst man alles, was der Plan ist, versuchen die Nerven beisammen zu halten. Das Schlimmste ist natürlich, das ist abends. Mhm. So, und dann stehst du morgens auf und das erste Mal reist, denkst du, ach du Scheiße, heute Abend 13 Nationenpreis von Aachen. Ja, und dann, wenn es losgeht, dann ist man im Tunnelblick und ist fokussiert, man spricht den Parcours ganz genau und dann hofft man, dass es so läuft, wie man sich es vornimmt. Dann kommen so diese letzten Sprünge. Ist es noch so, dass man sagt, meine Güte, jetzt nur noch den einen und dann? Ja, also vor allen Dingen auf einer letzten Runde nach dem Doppeloxer zum letzten Steilsprung denkst du, boah, immer noch null, jetzt irgendwas, jetzt irgendwie über den letzten rüberkommen und dann, ja, ist die Freude natürlich, ganze Druck fällt ab und nach der ersten Runde, wo ich null war, wollte meine Mutter mich schon umarmen und hat sich gefreut und alles ist ruhig bleiben, kommt noch eine Runde. Ne? Wenn jetzt die zweite Runde nicht läuft, bringt mir die erste Runde auch nicht viel, aber dass es dann so läuft, ja, das war einfach unbeschreiblich. Ja, ich habe ganz lange Fußball gespielt, das war immer von klein an auch ein Traum oder hat mir richtig Spaß gemacht. Bis 20 oder 19 habe ich noch richtig im Verein gespielt, der ist hier gegenüber bei uns. Und das machte mir Spaß, war eine super Abwechslung. Und wie gut du wirklich warst, darüber brauchen wir beiden gar nicht zu debattieren, sondern das kann im Endeffekt nur einer uns richtig schildern. Und das ist dein damaliger Trainer,
Und den haben wir tatsächlich auch mal zu Wort kommen lassen. Echt? Und, ja, oh Gott. Und das wollen wir uns jetzt mal einmal anhören, was der zu sagen hat. Oh Gott. Der hat schon damals die Gegenspieler teilweise wie Hürden stehen lassen. Aber nur halt das größte Problem, die größte Hürde war dann schon das Tor. Für einen selbsternannten Torjäger. Naja, ne? Mit einem Augenzwinkern. Hi Maurice, also wenn du irgendwann mal von deinem hohen Ross runterkommst, hier stehen dir die Türen jederzeit offen. Meld dich einfach, ja? Das hoffen wir nicht, sondern wir hoffen, dass es weiter bei der Reiterei bleibt und so. Das denke ich. Papa und ich haben uns jetzt mal ein neues Hobby angeschafft oder angelacht. Jetzt sind wir mal ein bisschen in die Fischzucht oder in die Fische reingegangen. Wir haben uns einen Koi-Teich gebaut. Ja, ist mal was ganz anderes, sehr entspannt. Wenn so lange alles läuft, sieht es auch gut aus. Und ja, das probieren wir jetzt mal ein bisschen aus. Lasst ihr die auch springen gelegentlich? Nee, besser nicht, weil der Springplatz direkt nebenbei. Wir hatten mal einen, der ist die ganze Zeit gesprungen. Das war nicht so lustig, das fanden die Pferde nicht so gut. Aber erstmal hoffe ich, dass es Dressurfische bleiben und die nicht anfangen zu springen. Deine Schwester Stine ist 4 Jahre, glaube ich, jünger ungefähr. Ja. Und wo siehst du Ähnlichkeiten? Wir sind sehr nervenstark, glaube ich. Wir können uns beide super konzentrieren auf die eine Sache, sind sehr zielstrebig. Wenn ein Championat einsteht, versuchen wir beide unser Bestes zu geben fürs Team, für die Einzelwertung. Und ich glaube, Stine macht auch aus, dass sie für Mädchen in jungen Jahren sehr selbstbewusst ist und dass er auch im Parcours immer wieder zeigt. Wenn man sich so ein bisschen mehr mit Familie Tebbel beschäftigt, das ist dieser unglaubliche Familienzusammenhalt, der da einfach immer besteht. Nicht nur zwischen dir und Stine, sondern im Endeffekt dieser ganzen Familie. Wie bekommt man das eigentlich so hin? Ja, ich glaube, wir sind, glaube ich, schon richtig stark als Familie. Das sieht man in jungen Jahren an unseren Erfolgen, dass Papa uns immer super trainiert hat. Das ist nicht immer einfach, klar, mit der Familie oder mit deinem eigenen Vater als Vater und Trainer. Aber ich glaube, ich hätte mir niemals einen besseren Trainer vorstellen können. Auch mit Mama im Hintergrund, die, wenn es mal nicht so gut läuft, immer für uns da ist. Und das ist ja einfach wichtig. Und mein Tipp ist, auch mal auf die Eltern hören, auch wenn es ab und zu mal schwerfällt. Aber sind halt älter, haben mehr Erfahrung und da einfach mal zusammenhalten und nicht direkt aufgeben, wenn irgendeine Kleinigkeit mal nicht so funktioniert. Im Juni hast du den Grundstein gelegt für die eigene Familie und hast Friederike geheiratet. Wie war das, als du den Antrag gemacht hast? Hast du es noch im Hinterkopf, die Antwort, die da war? Hast du es im Endeffekt gedacht, so wird die Antwort sein? Die Antwort war zum Glück ja, sonst wäre es schwierig geworden. Hätten wir jetzt ein anderes Thema. Das war natürlich ein ganz aufregender Moment, lange geplant vorher. Und die Antwort fiel zum Glück so aus, wie ich mir sie vorgestellt hatte. Wir hatten einen super schönen Tag bei ihnen, Eltern zu Hause im Garten, war wunderschön und ja, ich hoffe, es geht so weiter, wie es läuft. Jetzt ist Fritzi zum Glück, sage ich einfach mal, Dressurreiterin. Auf jeden Fall. Und nicht Springreiterin. Ich kannte mich im Dressursport, glaube ich, vorher, ja, ich will nicht sagen eine 6, aber eine 5 war es bestimmt aus. Und das wird jetzt immer besser. Und jetzt wollen wir natürlich den ultimativen Beweis haben und nicht mit springenden Dressurpferden, sondern mit Maurice und langen Bügeln. Da freuen wir uns jetzt drauf. Dein Buddy. Ja. Ist das so ein bisschen wie dein Buddy, dein Kumpel? Ja, auf jeden Fall. Also Chaco-san und ich, wir sind schon seit 4 Jahren, ich reite ihn. Auf Körung war ich mit ihm, als Fohlen habe ich ihn gesehen. Und das ist eigentlich schon mein Liebling, weil er hat mir ja, die 2 Siege in Aachen geschenkt. Ich war auf Euro mit ihm und ja, schon was Besonderes. Hat schon ganz starke Nachkommen im Endeffekt gebracht, also ja. Da dürfen wir uns drauf freuen. Was wir jetzt noch unbedingt müssen, ist, dass wir die Göttergattin auf jeden Fall noch mal befragen müssen, inwieweit sie denn jetzt einfach auch, nachdem wir gesagt haben, ne, wie das beurteilt wird intern. Fritzi, warst du denn zufrieden mit deinem Mann?
klar, das sieht doch immer schön aus, wenn er reitet. Muss ich ja jetzt sagen. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass es eigentlich immer so ist, ne, mit dem, ne, dass du recht zufrieden bist generell mit ihm. Doch, ich habe nicht so viel zu meckern. Du hast nicht so viel zu meckern. Eine Frage brennt mir natürlich noch auf den Nägeln. Und zwar, ohne irgendein Gerücht in die Welt setzen zu wollen, ich weiß von nichts, aber trotzdem, was wäre, wenn es einen kleinen Maurice geben würde? Würdest du viele Sachen ähnlich machen, wie du in deinem Leben erfahren hast, oder würdest du noch ein paar Sachen anders machen, Maurice? Nee, ich würde eigentlich erstmal so ziemlich das alles so machen, wie ich das hatte. Vielleicht kann er sich ein bisschen mehr auf Schule konzentrieren als ich, weil das war nicht so mein Ding. Ja. Da war ich nicht so der Fan von, aber ich glaube, erstmal mit Ponys anfangen ist wichtig. Ponyzeit ein bisschen mitzunehmen. Ich hoffe, dass er Springreiter wird, weil das ist bei uns ja noch 50-50. Ich würde sagen, das wird nochmal diskutiert. Ist es, wenn es ein Mädchen wird? Wenn es ein Mädchen wird, wird es ein Dressurreiter. Dann wird es ein Dressurreiter. Springen gerne dann bei den Jungs, aber das Mädchen das hat ja vielleicht auch Lust, Dressur zu reiten. Wir dürfen gespannt sein, wenn es da ist. Wir drücken euch auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz fest die Daumen. Großartig. Das war im Übrigen jetzt erst einmal die erste Sendung. Da haben wir uns natürlich erst einmal um Maurice gekümmert. Zweite Sendung wird mindestens genauso interessant. Dann steht nämlich nicht Maurice im Vordergrund, sondern seine Schwester Stine.